Bevor du weiter scrollst, zieh dir diesen Auflauf rein, der ist super einfach, schmeckt mega lecker. Du brauchst bloß einen Klecks Öl in der Pfanne, haust da eine Depressionsfruchtklinge schnippelt rein und außerdem das Vorprodukt eines Paula-Puddings. Brate das Vieh postmortem krümelig an, würzt das mit Salz und Pfeffer und stell das dann erstmal beiseite, weil jetzt brauchst du erstmal einen Topf, da haust ein Stück Butter rein und machst mit ein bisschen Mehl eine Mehlschwitze draus. Die Rotze musst du dann ablöschen mit 200 ml Gemüsetee, einen halben Liter Eutersekret und dann gibst du noch 100 Gramm Käse mit dazu, bis das eine richtig schön cremische Pampe wird. Schmeckt das Ganze mit geriebenem Muskat, viel Salz und Pfeffer ab, rührt das nochmal ordentlich um und dann wäre das auch schon fertig. Dann brauchst du eine Auflaufform, da haust du auch nochmal Klecksöl rein. Da kommen als nächstes in Scheiben geschnittene geschälte Kartoffeln, ein ganzer Helmut Blumenkohl und das gebratene Gehacktes rein. Stocher da ruhig ein bisschen drin rum, damit das alles vermischt ist. Dann kippst du die komische Creme drüber, die wir vorhin angerührt haben und machst noch 50 Gramm Käse drüber. Also ich habe da noch ein paar Scheiben Cheddar drauf gelegt. Das Ganze bei 200 Grad in den Ofen für 50 Minuten, da nach 20 Minuten so eine Folie drauf und so sieht es nachher aus. Klopp den Mist dann nur noch auf den Teller und lass es dir schmecken und mach vor allen Dingen noch das Herzblus und das Rot weg. Tschüss.